Hallo zusammen, hier ist wieder heute Land. Heute bin ich wieder für euch in The World of Finn unterwegs und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount aus The World of Finn und zwar habe ich das jetzt mir einmal schon geholt. Das schimpft sich einmal Schwärm Milben Himmelsjäger, relativ langer Name, und das ist hier diese, ja, Milbe quasi. Sieht ganz cool aus. Und die gibt es über ein Achievement. Und zwar haben wir das Achievement einmal drin unter Erkunden, und zwar War Within. Und dann haben wir hier den Erfolg Glyphenjäger aus Khas Algar. Und dafür müssen wir insgesamt 4 Unterachievements abschließen. Und diese Unterachievements sind quasi die jeweiligen Glyphenjäger-Erfolge aus den 4 verschiedenen Gebieten. Ne? Dafür müsst ihr immer diese Himmelsglyphen einmal alle durchfliegen. Ich habe zu jeder Zone schon mal ein extra Video gemacht. Ich packe euch aber hier für die Leute, die jetzt nicht die einzelnen Videos gucken wollen, auch nochmal alle Glyphen hintereinander rein, dass ihr die abfliegen könnt. Und sobald ihr die alle abgeflogen habt, dauert ein paar Minuten, dann habt ihr auch euer schickes Mount schon. Und ja, das würde ich sagen, schauen wir uns jetzt zusammen einmal an. Die erste Glyphe im ersten Gebiet befindet sich einmal hier auf den Koordinaten 23, 58 und zwar hier oben auf dem Gipfel. Und da würde ich sagen, fliegen wir jetzt mal hoch und holen die uns. Also ihr seht, da oben haben wir auch den Rare, der einen Mount droppt. Und jetzt sind wir ganz weit oben am Gipfel, fliegen einfach durch und damit haben wir jetzt die erste Glyphe einmal eingesackt. Die zweite Glyphe können wir uns direkt da hinten holen und zwar sind wir da auf den Koordinaten 44, 79. So, ich bin jetzt ein bisschen vorangesprungen. Also wir sind jetzt relativ nah dran. Und hier ist es jetzt so, dass die hier seitlich an dem Turm dran ist. Ne? Also da können wir dann auch einmal durchdüsen. Und damit haben wir dann Nummer 2 eingetütet. Ich zeige es nochmal auf der Map. Also hier ist quasi der Turm und da könnt ihr dann seitlich einfach ranfliegen. Den nächsten Spot, den wir haben, der ist jetzt in der Nähe von diesem Theater. Und zwar sind wir jetzt hier auf den Koordinaten 62, 44. Und dort haben wir das Ganze auf einem Berg drauf. Wir können uns mal kurz umschauen. Also hier haben wir diese Trauerhöhe. Und dann auf dem Berg oben drauf haben wir quasi die nächste Rune. Und damit haben wir 3 von 10. Nicht weit entfernt von der Trauerhöhe haben wir jetzt hier unsere nächste. Und zwar auf den Koordinaten 71, 47. Und die ist bei dem Flusslauf hier direkt unter der Brücke und da fliegen wir jetzt einmal durch. Und damit haben wir dann Nummer 4 auch eingetütet. Als nächstes fliegen wir jetzt oberhalb der Metbrauerei rum. Und zwar ist es nur ein Steinwurf hier von der Brücke entfernt. Auf den Koordinaten 78, 42 haben wir dann die nächste Glyphe. Und die befindet sich quasi hier unten, seht ihr die Metbrauerei, einfach ganz oben auf dem Berg. Und auch die können wir einmal eintüten. Und dann haben wir Nummer 5. Dann sind wir jetzt auf den Koordinaten 75, 22. Und dort haben wir dann den nächsten Spot. Das ist einmal hier auf dem Berg drauf. Wir sammeln sie gleich mal auf. Und ihr seht, das ist halt quasi hier diese mittlere Insel. Ne? Und da auf der höchsten Erhebung haben wir die nächste Glyphe. Ich zeig's nochmal auf der Map. Also hier auf der Spitze. Addon ist übrigens Handy Notes, falls ihr das nicht habt. Also Handy Notes und dann The War Within. Die nächste Drachenreiterglyphe ist jetzt mal nicht auf der Spitze vom höchsten Berg. Und zwar, wir sind jetzt hier einmal bei den Koordinaten 56, 17. Und hier haben wir die höchste Erhebung. Ne? Das Ganze ist jetzt aber in so einer kleinen Senke. Und ich würde sagen, da fliegen wir jetzt mal kurz runter. Und ihr seht, da haben wir so einen kleinen Bach. Und hier zwischendrin, zwischen den Felsen, befindet sich die Glyphe. Die nächste Glyphe ist dann wieder relativ weit oben. Und zwar auf dem höchsten Gipfel hier in der Zone. Wir sind einmal auf den Koordinaten 47, 27. Und hier auf dem hohen Berg über unserer kleinen Hauptstadt haben wir dann die nächste Glyphe. Hüten wir ein und ihr seht, da unten haben wir dann das Städtchen. Jetzt dürfte nur noch eine letzte fehlen. Die nächste haben wir dann einmal quasi hier ein bisschen in der Nähe von der Hauptstadt bei der Instanz Sturmposten. Und zwar auf den Koordinaten 27, 40. Und das war übrigens jetzt die vorletzte. Eine fehlt uns dann quasi noch. Das können wir jetzt auch noch eintüten. Also ich fliege jetzt mal noch ein bisschen raus. Hier unten ist quasi die Instanz und obendrauf an dem Baum an der Seite mit dran.
So, dann kommen wir jetzt wirklich zur letzten. Ich hatte noch eine übersehen und zwar ist die auf einer Insel hier auf den Koordinaten 68, 71. Und die können wir uns jetzt auch noch eintüten. Die ist hier so auf einer kleinen Erhebung. Und damit haben wir quasi jetzt alle Glyphen für das erste Achievement abgeschlossen. Dann sind wir hier im zweiten Gebiet einmal bei der ersten Glyphe und zwar relativ weit oben hier auf den Koordinaten 46, 10 befindet sich die. Und ja, da sind wir jetzt ganz oben über der Instanz und ich kann jetzt mal ein bisschen rausfliegen. Also ihr seht, hier unten ist der Instanzeingang und ganz oben ist einmal die Glyphe und da haben wir dann schon mal Numero Uno. Die zweite Glyphe befindet sich dann in unserer Basis. Und zwar sind wir jetzt hier auf den Koordinaten 48, 31 und über der Stadt haben wir quasi jetzt einmal die Glyphe bei den Rohren. Und seht ihr, hier haben wir die City und einmal nach oben fliegen, zwischen den Rohren haben wir dann einmal die Glyphe. Ich zeig's nochmal kurz auf der Map, also quasi hier zwischen den Rohren. Die nächste Glyphe ist nicht sonderlich weit davon und zwar sind wir jetzt hier nur einen Katzensprung rüber geflogen. Auf den Koordinaten 57, 30 ist die nächste und dort müssen wir wieder ein bisschen hochfliegen. Also ihr seht, hier haben wir die kleine Straße und da oben ist dann einmal die nächste Glyphe. Und damit haben wir jetzt 3 von 9. Dann sind wir noch ein Stückchen weiter geflogen und zwar haben wir die nächste Glyphe bei den Koordinaten 69, 34 und diesmal befindet sich die oberhalb von einem Wasserfall und da fliegen wir jetzt mal hoch. Also ihr seht, hier haben wir den Flusslauf und hier oben an dem Wasserfall haben wir einmal die Glyphe dran. Und da geht es auch anscheinend in eine kleine Höhle rein, die man nur durch diesen kleinen Schlitz erreichen kann. Und hier ist anscheinend auch ein Rare, ne? Also ist vielleicht für den einen oder anderen noch interessant. Die nächste Glyphe befindet sich dann auf den Koordinaten 56, 55 und diesmal sind wir wieder auf einer kleinen Erhöhung. Und zwar seht ihr, hier unten haben wir diese Gleise auf der Brücke und hier oben quasi auf diesem Bergkamm haben wir dann einmal die Glyphe. Also ich zeige es nochmal auf der Map. Hier quasi aus dem Kamm relativ in der Mitte haben wir einmal die Glyphe drin. Der nächste Spot befindet sich dann hier in so einer kleinen Einbuchtung und zwar sind wir hier auf den Koordinaten 62, 66 und diesmal relativ weit oben auf dieser, auf diesem Gebäude oder auf diesen Stützpfeilern, würde ich mal sagen. Also ihr seht, hier kommt man quasi in diese Einbuchtung rein und hier oben auf dem Stützpfeiler ist dann einmal die nächste Glyphe drauf und dann brauchen wir jetzt nur noch 3. Die nächste Glyphe befindet sich dann auf den Koordinaten 46, 51 und zwar hier über dem Delph und dafür müssen wir da relativ weit hochfliegen. Also ihr seht, hier sind diese Wasserfälle und oben an den Wasserfällen dran, naja, wohl nicht ganz oben, aber schon ziemlich weit oben befindet sich die nächste Glyphe. Dann brauchen wir jetzt nur noch 2 Stück. Die nächste Glyphe befindet sich auf den Koordinaten 49, 65 und die schwebt diesmal einfach hier so ein bisschen in der Luft vor dem Übergang, der ins letzte Gebiet geht. Also da können wir die hier einfach quasi aus der Luft fischen. So, dann sind wir am letzten Spot. Und zwar sind wir hier ganz unten in der Höhle auf den Koordinaten 64, 95. Und dort schon recht weit erhöht haben wir hier einmal die letzte Glyphe. Die holen wir uns jetzt noch. Und dann gibt es einmal hier auch das Achievement für das zweite Gebiet, die schallenden Tiefen. Dann schauen wir uns mal die Glyphen im Hallsturz an. Und zwar bin ich jetzt auf dem ersten Spot, auf den Koordinaten 69, 44. Und dort haben wir auf einem Turm quasi die erste Glyphe, die ich euch zeigen möchte. Und zwar bin ich jetzt hier schon einmal auf dem Turm drauf, ihr seht. Da haben wir den und die ist quasi nicht auf der Spitze, sondern einfach hier an der Seite dran. Tüten wir ein und damit haben wir dann 1 von 10. Die nächste Glyphe ist relativ weit oben. Und zwar sind wir jetzt hier auf den Koordinaten 62, 51. Und ja, wie ihr sehen könnt, ist die auf diesem Kamm oben mit drauf, ne? Also da können wir dann einfach reinfliegen und auch Numero 2 einmal eintüten. Ich zeig's nochmal auf der Map. Hier ist quasi dieses Konstrukt, dieser Kamm oben drauf und da ist die Glyphe. Dann schauen wir uns den dritten Spot an.
Und zwar haben wir den auf den Koordinaten 63, 65. Und da müssen wir ein bisschen an die Felswand ran. Beziehungsweise ein bisschen unter der Felswand hier durch. In diesem kleinen Durchgang. Und dann haben wir auch das dritte eingetütet. Also ich zeige es nochmal auf der Map. Hier quasi gibt es so einen kleinen Durchgang. Die nächste Glyphe ist ein bisschen versteckter. Und zwar sind wir jetzt hier in diesem Dock von dem großen Luftschiff. Und ich befinde mich gerade auf dem Luftschiff. Wir müssen aber ein bisschen daneben hin. Und zwar auf die Koordinaten 57, 64. Und die befindet sich nämlich unterhalb des Luftschiffs. Und zwar müssen wir da unter die Brücke rein, die zum Luftschiff rübergeht. Also diesen kleinen Einstieg. Und dort haben wir dann die nächste und auch damit vierte Glyphe eingetütet. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar einmal in Merrill da und da ist er auf den Koordinaten 43, 52 und die sieht man relativ gut. Die ist quasi einfach hier über den Dächern platziert, also da seht ihr das zwischen den zwei Dächern hier, haben wir das Ding einmal drin. Auf der Map gezeigt, also einfach hier quasi mittendrin durchfliegen. Der nächste Spot ist jetzt hier auf den Koordinaten 35, 33 und das ist hier einfach bei dieser großen, ja, Kathedrale, würde ich sagen. Und eine von diesen Türmen hat dann einfach an der Seite noch die Glyphe mit dran. Also es ist der rechte Turm, wenn ihr auf die Kathedrale drauf schaut. Genau, da haben wir es. Für das nächste müssen wir wieder ein gutes Stück runter und zwar ist es hier auf den Koordinaten 31, 51. Und ein bisschen von dieser Kathedrale entfernt. Das ist in so einem, ja, Luftschiff-Wrack quasi. Und ja, das können wir einfach einmal rausfischen da. Bei der nächsten Glyphe müssen wir dann einmal unter einem Gebäude durch. Und zwar auf den Koordinaten 44, 12 sind wir jetzt. Und dort müssen wir hier bei der Insel, diesmal nicht zwischen dem Dach oben durch, sondern hier einmal unten durch. Und da haben wir einmal die Glyphe. Der nächste Glyphenspot befindet sich dann einmal auf den Koordinaten 57, 32 und hier ist es so, dass wir ein bisschen nach oben fliegen müssen und da haben wir hier in diesem kleinen Spalt einmal die Glyphe drin. Ich zeige es euch nochmal, wo wir sind. Also hier haben wir quasi diese beiden Pfähle nach oben und dazwischen drin ist das Teil. Die letzte Glyphe haben wir dann am hintersten Zipfel im Gebiet noch. Und zwar sind wir jetzt ganz hier oben auf den Koordinaten 63, 7 auf einer Insel. Und ja, da haben wir nur eine kleine Erhöhung hier am letzten Ende. Und dort ist dann unsere letzte Glyphe. Und da können wir auch schön die Aussicht genießen. Wunderbar. Tüten wir sie ein. Und damit haben wir auch das Gebiet einmal fertig abgeschlossen. Dann gucken wir uns die erste Glyphe in Ashkahed an und zwar ist die auf den Koordinaten 63, 14 und diese haben wir so ein bisschen versteckt hier zwischen der Wand und dann noch einer so einer Säule, die rausragt, aber wenn man weiß, wo die ist, ist auch relativ easy, die einzutüten. Die nächste Glyphe ist ein bisschen versteckter. Und zwar seht ihr die da schon ein bisschen durchschimmern. Wir sind jetzt einmal hier im Übergang von den schallenden Tiefen zu Ashkahed. Und hier, ne, auf dem Weg runter, haben wir die auf den Koordinaten 70, 25 hier an der Seite dran. Ich bin jetzt gerade noch unterhalb von dem Weg. Und wenn wir dann quasi hier rüber fliegen, in die Ecke rein, dann ist die quasi da einmal drin. Also ich zeige es nochmal auf der Map. Hier zwischen diesen zwei Serpentinen ist die drin. Dann sind wir auf dem nächsten Spot und zwar hier auf den Koordinaten 65, 52 und dort müssen wir jetzt wieder ein bisschen weiter rauf. Und zwar, die ist da ganz oben an der Decke, wie ihr seht. Blattern wir jetzt mal hin und dann können wir auch die einmal eintüten. So, als nächstes sind wir jetzt hier relativ weit unten auf den Koordinaten 72, 84 und da müssen wir jetzt wieder ein bisschen weiter hochfliegen und zwar hier an diesen, ja, Wabengeflecht, da haben wir dann die nächste Rune dran. Oder Glyphe, wie ihr die auch nennen möchtet. Also ich zeig's mal auf der Map. Hier oben an diesen Dingern ist das dran gehangen. Die nächste Glyphe haben wir dann hier unter so einer Spinnenbrücke. Und das befindet sich einmal hier auf den Koordinaten 66, 84. Und ich würde sagen, die tüten wir jetzt einmal ein. Die nächste Glyphe ist wieder ein bisschen versteckter tatsächlich.
Und zwar sind wir jetzt hier auf den Koordinaten 58, 90. Und dort haben wir innerhalb eines, naja, wenn du das Gebäude nennen magst, ne, also nennen wir es mal ein Gebäude. Und das hat hier mehrere Ebenen. Also ihr seht, wir haben hier unten quasi eine Brücke rüber in die erste Ebene. Und dann hier drüber hängt quasi noch so eine andere Plattform. Und dann oben in dieser Plattform, in der Decke sozusagen, haben wir die Glyphe drin. Eingetütet. Ich sag mal auf der Map, also quasi hier oben drin. Hat man das Ding jetzt. Da. Als nächstes müssen wir nochmal relativ weit hochfliegen. Und zwar, wir befinden uns einmal jetzt hier quasi in der Stadt der Fäden. Hier auf den Koordinaten 35, 77. Und hier ist es jetzt so, dass wir hier einmal auf der Plattform sind. Und wir müssen jetzt ganz weiter hoch. Seht ihr, da oben haben wir diese Glyphe. Also wir haben da unten diese Arena und dann geht's einmal hier einige Etagen nach oben. Und dann müssen wir sie noch erwischen. Da haben wir das Ding. Und damit fehlen uns nur noch Viere. Die nächste Glyphe befindet sich wieder ein bisschen versteckter. Und zwar befinden wir uns jetzt hier auf den Koordinaten 57, 57. Also zumindest da ist die Glyphe. Ich bin quasi ein Häuschen weiter. Und da müssen wir jetzt unten rein, also unter dieses Gebilde. Und da ist das Teil einmal drin versteckt. Die nächste Glyphe befindet sich dann in dem Turm. Und zwar sind wir da in dem Turm auf den Koordinaten 43, 56. Und ja, da müssen wir einfach quasi durchflattern. Wir werden hier auch nicht abgemountet. Ich fliege euch jetzt noch einmal um den Turm rum, dass ihr seht, wo wir hier quasi genau sind. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar sind wir jetzt hier auf den Koordinaten 24, 40. Und dort müssen wir jetzt wieder relativ weit bis zu Wurzeln hochfliegen. Also hier unten seht ihr dieses eingesponnene Luftschiff. Und wir müssen jetzt einmal zu diesen Wurzeln da hoch. Und da zwischen diesem Wurzelkringel ist dann einmal unsere Glyphe drin. So. Auch besorgt. Wunderbar. Oh, und da werden wir schon weggeportet, so wie es aussieht. Mal ein Ticken zu weit oben. Für die letzte Glyphe müssen wir dann noch relativ weit nach oben. Und zwar befinden wir uns jetzt hier in der Belagerungsfeste. Und zwar auf der Koordinate oder auf den Koordinaten 46, 21. Und ja, da gibt es quasi hier ganz, ganz weit oben so einen Vorsprung, wie ihr seht. Und da auf dem Vorsprung ist es drauf. Also von unten kann man es durch den Vorsprung halt definitiv nicht sehen. Ne? Da habe ich jetzt auch ein bisschen rumsuchen müssen. Und ja, sobald wir das eingesammelt haben, haben wir dann auch das Achievement hier fürs Gebiet fertig. Und wenn ihr die anderen Gebiete auch schon gesammelt habt, dann natürlich auch das Meta-Achievement. Und für dieses gibt es, wie gesagt, dann einmal unser schickes Mount. Damit sind wir dann mit allen Glyphen durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und ich wünsche euch viel Spaß mit eurem neuen Mount. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.